Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum. Ja, zu einem Part 2 von Unterwegs in Düsterburg. Wie komme ich jetzt auf Halt? Im ersten Part haben wir mit dem alten Mann gesprochen. Komm. Kann man gegen dich kämpfen? Ich will kämpfen, komm her! Dann gegen diese Schweinebärenmänner. Ah, leckere Fressen für hungrige Orkbäuche. Ja. Oh, drei Orks. Ihr aus dem Weg, ihr Schweinenasen. Oder setzt was. Werde ich Blatt hauen und auf kleinen Flammen rösten. Bis lecker Fresschen. Ja. Ah, wir könnten nicht fliehen. Das ist sehr cool. Technik. Rundumschlag. Bam. Ork hat... Ups. Super. Parade? Was ist Parade? Wow, Ork bricht zusammen. Okay, Parade bedeutet so viel wie aussetzen, sozusagen. Lebenspunkte verloren. Oh, der Hund wird viel angegriffen. Entschuldigung. Ja, mich überkommt's. Au, du mir abgehackt meine Hand. Rate mal, was gleich mit deinem Kopf passiert. Ork bricht zusammen. Ork weicht aus. Oh, Julie, da geht's gar nicht mehr so gut. Jetzt greif mal an. Heieiei. Die halten aber ganz schön viel aus. So, Ork bricht zusammen. Gewonnen! So, wir haben Stufe 3 erreicht. So, wir sollen bis zu einem Wegweiser gehen. Oh Gott. Da spukt was um den Grabstein herum. Das Leid. Dieses unerträgliche Leid. Was meinst du damit? Ja, glaubst du denn? Es sei ein Vergnügen, jahrhundertelang an einem derartig öden Ort seine Kreise zu drehen. Ich meine, huhu. Naja, was ich weiß, was Typen wie du unter Vergnügen verstehen. Scherze nicht mit mir, Sterblicher. Oder ich werde dir eine Vorstellung von den Leiden verschaffen, die ich durchlebe. Gemach. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist schon bedauerlich, was du da durchmachen musst. Also wenn ich dir irgendwie helfen kann? Huhu, das würdest du für mich tun? Ein Sterblicher will einem Gespenst helfen. Das gab es ja nicht mehr seit, lass mich überlegen, 243 Jahren. Schon in Ordnung. Sag mir einfach, was ich tun soll. Und ich sehe zu, dass ich dich erlöse. Nordwestlich von hier, jenseits des Flusses, gibt es eine Felswand. Folge ihr in östliche Richtung und du wirst einen Eingang finden. Möglicherweise wirst du deinen Weg freischaufeln müssen. Hinter dem Durchgang liegt ein Gewölbe, in dem
du auch meine Gebeine findest. Bring sie her und ich werde dich geistreich entlohnen. So, warum liegen deine Überreste dort und nicht hier? Die Antwort findest du in dem Gewölbe. Und auch andere Dinge warten dort auf dich. Nur angenehme Dinge, hoffe ich. Ich mache mich da mal auf den Weg. Ach, was ich noch fragen wollte, warum spukst du denn hier herum und nicht bei deinen Gebeinen, wie es sich für ein Gespenst gehört? Ja, was glaubst du denn, welche Chancen auf Erlösung ich hätte, wenn ich in einem verschüttenden Gewölbe spuken? Klingt logisch. Ich verspreche dir zu tun, was in meinen Kräften steht. So, wir haben Stufe 4 erreicht. Das geht ja eigentlich ganz zügig. Was haben wir da unten? Oh, ein paar Wölfe. Ich glaube, die lassen wir mal lieber. Wir haben schon von den... jetzt kommen wir in das Inn. Das ist ja interessant. Wir haben auch 15 Taler gefunden. Seid gegrüßt, Wanderer. Seid ihr kommen, um zu rasten oder um Schwätzchen zu halten? Ich suche ein Bett für diese Nacht. 30 Taler. Ja, komm. Gehen wir mal eine Runde rasten. Haben einen harten Kampf hinter uns. Ist halt geil, die sind halt immer noch wach. Laufen immer noch spazieren. So. Und wir gehen mal weiter. So, da sind Killerkaninchen. Wieder. Karnickel, Entschuldigung. Ich gehe mal aufs Killerkaninchen 1. Killerkarnickel natürlich, Entschuldigung. Ah, das Killerkarnickel bricht zusammen. Oh, eins verdrückt sich. Das können wir nutzen. Zu unserem Vorteil. Und das Killerkarnickel bricht zusammen. Juhu, gewonnen! Heilkraut gefunden. Ich glaube, man muss immer mal wieder so ein bisschen... Im Gegensatz zu den Vögeln finde ich diese Vogelscheuche ausgesprochen beeindruckend. Ja, man muss ab und zu mal... Oh, eine Bank? Gehen wir mal zu der Bank. Ach nee, das ist, da kann man Geld ausgeben. Ich verkaufe hier Ausrüstung in jeder, die mein Gatte im Zweikampf angetreten sind. Wollt ihr das kaufen? Ja, machen wir mal. Kaufen! Weckt einen bewusstlosen Gefährten. Kurzschwert. Okay, also... alle negativen Zustände, kuriert Gift. Ich glaube, davon nehmen wir mal, davon nehmen wir mal zwei mit und verlassen mal diese. Hey, es ist eine Freude, mit euch zu handeln. Okay. Ich hoffe, habe jetzt nicht zu krass übersteuert. Oh, da ist der Checker. Hier ist noch Heilkraut. Ich sehe dich. Ich hole dich. So. Ein Schritt weiter, Fremder. Niemand kommt an Harkon Lukas vorbei. Solange der rechtmäßige Herzog wieder regiert. Ich muss da aber durch. Zweikampf besiegen. Und das, junge Mann, hat in 20 Jahren keiner geschafft. Achso, nochmal tschüss. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie in ein Menü reinkomme. Ja, so.
Weil ich wollte gerade gucken, ob man den auch speichern kann. Dies würde ich denn jetzt mal tun hier. Genau, gut. Gespeichert. Soll ich es wagen? Wenn es in 20 Jahren keiner geschafft hat, dann schaffe ich es jetzt auch nicht. Moment mal. Ich brauche eine Schaufel oder so. Ne, hier gab es nichts. Ja, muss ich's denn? Ich weiß nicht. Ja, komm. Ja, probieren wir's. Ja, ja. Oh, ich glaube, das war... Wow. Hey, hey, hey. Wow. Game over. Gut, komme ich jetzt nochmal in den Screen rein? Wir laden nochmal. Es tut mir leid, aber ich bin froh, dass ich dort gespeichert habe. Also das ist wohl der falsche Weg. Das hätte ich mir aber auch denken können. Ja, ja, das hatten wir gerade schon mal. Moment mal. Man ist brüsselig, muss bewachsen, außerdem spüre ich einen leichten Luftzug. Ich brauche aber eine Schaufel oder so ähnliches, sagt er, ja. Da ist aber nochmal eine Axt. Bei dem Wetter, vergiss es. Fritschka Longfing. Nach 15 Jahren gehen wir davon aus, dass es ihn irgendwo erwischt hat. Gut. Ich gehe mal hier runter. Okay. Vielleicht sollte ich besser einen Bogen um diese Biester machen. Das machen wir. Einen Tag später. Oh. Wieder was von Zelda? Die Eishöhle von Zelda? Bei Lord Yabu Yabu? Oh, 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 oh. Na toll, das hätte ich mir theoretisch auch sparen können. Ein Eistroll. Los, Julie, Eistroll. Hau rum. Oh, 14, das ist aber auch heftig. Was, Eistroll weicht aus? Komm, mein fertig. Oh, der weicht nur bei mir aus. Eistroll hatte schneien lassen. Also können die auch magisch irgendwas reißen. Julie ist von der Initiative her sauschnell. Eistroll bricht zusammen. Jawohl! Sehr gut. Wie komme ich hier jetzt weiter?
Einen Wurfanker. Also hier kann ich auch noch nichts reißen. Oh Leute. Ja, gehen wir mal zurück. Oh, da ist glaube ich ein Durchgang. Wir gehen mal hinein. Was für ein widerlicher Gestank. Es riecht nach Blut, Verwesung und Katzenpisse. Okay. Alles fein säuberlich abgenagt. Sehr gut. Dasselbe hier. Heiliger Strohsack, was ist das denn für ein riesiges Katzenvieh? Wenn das Biest schlecht hört, kann ich mich vielleicht anschleichen. Das war zu laut, er hat mich entdeckt! Okay. Oh. Uah, mein Freund! Warum hast du so große Zähne? Was? Was? Game over. Schon wieder der Game over Scream. Oh, scheiße. Das war ein Fehler. Ha. Ja, egal. Dann mache ich jetzt mal eine vorschnelle Aufnahmepause. Ich glaube, so komme ich jetzt nicht zurück. Ja. Ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Sag, danke, dass ihr dabei wart bei diesem Part. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Unterwegs in Düsterburg. Bis dann. Ciao!